Schnibbel die Stab und Anodrio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende am Montag. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Heute geht's gegen den ersten FC Köln ran. Und wir haben hier das Spiel am Freitag im DFB-Pokal leider verloren. Haben momentan eine kleine Geldproblematik, nennen wir es mal Geldproblematik. Was insofern so aussieht, dass wir momentan Probleme haben nachzuverpflichten, beziehungsweise wir haben schon Probleme damit, so unseren guten Nefkara die Gehaltserhöhung, die er denn haben möchte, zu geben. Das ist echt übel, aber was will man machen? Der will natürlich nicht wenig Geld haben und da können wir nicht so was gegen machen. Wir spielen gegen die Kölner und Augsburg gegen Hoffenheim ist das andere Spiel, das Parallelspiel. Es ist bewölkt, wenigstens kein Regen. Ja, Regen ist ja nicht so mein Ding. Böde heute wieder in der Startelf. Der trifft ja meistens. Der ist zwar technisch nicht so genial, aber ihr wisst ja, der macht die Tore, beziehungsweise ihr habt es mir immer gesagt, er ist der für die Tore bei uns. Und dementsprechend springen wir rein mit ihm, rein in die Partie. 19. Spieltag, wenn ich mich nicht irre. Ja, müsste eigentlich 19. Spieltag sein. Kaiserslautern spielt gegen den 1. FC Köln heute zu Hause. Das Hinspiel haben wir gewonnen, glaube ich. Ja, Köln ist Vorletzter. Mit einem Sieg könnten wir uns minimal Punkte im Abstand beschaffen. Das wäre nicht schlecht. Wie gesagt, ich würde das momentan gerne einen Spieler noch verpflichten, beziehungsweise brauchen wir eigentlich nicht. Ihr habt zwar ein paar Vorschläge gemacht, aber wir haben halt das Geld nicht. Und dementsprechend ist das Spielerverpflichten gerade ein bisschen schwierig. Und was für unglaublich hübsche Hände. Die waren auch nur 3% pixelig oder so gefühlt. Ja, wir mit unserer üblichen Ausstellung mit Gauss für Dolly natürlich und Böde für Finne. Und dann hoffen wir mal auf eine gute Partie von uns. Gucken wir uns mal schnell die Kölner an. Ganz fix an diesem Montag. Ganz fix. Das ist die Aufstellung, mit der die Kölner gegen uns spielen werden. Kazuki Nagasawa, 24 Jahre alt, für 1,2 Millionen gekommen. 1,7 ist jetzt sein Marktwert. Das ist nicht so schlecht, ja. Die Kölner haben den Anstoß in Blau von rechts nach links mit Dominguez und Vogt. Ich weiß gar nicht, ob ihr es eben vor der Partie gesehen habt. Bei den Top-Transfers in dieser Winterpause haben die guten Jungs von Dortmund zugeschlagen und sich einen Mann von Man U geholt und nicht irgendwen, sondern da hat man sich einen guten Chicharito geholt. Boah, das war knapp. André Moreira. Ja, in der nächsten Saison sollten wir vielleicht uns noch weiter in die Breite verstärken. Nagasawa. Da wollte der aber gehen. Nagasawa mit Böde. Kann auch böse werden, Dominik Heinz auf Schulze. Oh, nö, so ein mieser Pass. Abseits von Böde. Ja, geil, was will ich machen, wenn Schipziel zu Boden geworfen wird? Hammer. Hammer geil. That Logik und so. Was war das denn? Und ein Freistoß. Ganz nah an der Strafraumkante. Ganz schlecht von Ring gerade. Ist momentan irgendwie nicht in der Form. Da bin ich hochgesprungen. Brauchte aber niemand hochzuspringen. War easy peasy zu abzuwehren. Ja, da ich habe gerade Probleme gehabt. Ich wollte auf Nagasawa passen. Doch der bewegt sich nicht. Riesenproblematik. Beziehungsweise man hat unten schon gesehen, dass der dick im Abseits war. Ich konnte nicht mehr anpassen.
Oh, was machen wir da für Bolzen, ey? Schön rausgelegt auf Nagasawa. Würde es irgendwie nicht drin in der Partie, aber Ring auch nicht, deswegen viele Fehler von Ring auf der Seite. Hat bestimmt den ein oder anderen Zweikampf schon gewonnen, aber dann auch wieder ganz, ganz traurig verloren. Da der gute Nefkara. Schlechter Pass. Vergara, den holt er gut. Gut rausgelegt auf Nagasawa. Der mit einem guten Ball. Und den macht Böde drüber, das gibt's nicht. Was für eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit. Ach, das gibt Eckball wahrscheinlich, war ja. Hat er gar nicht rüber gemacht. Er war noch ein Verteidiger zwischen. Chipziu. Den hat er abgefälscht und damit ist er drin. Alexander Ring. Durch das Abfälschen ist der Ball unhaltbar geworden. 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Da faustet er sich ab. Erst mit Heinz. Hier Nagasawa schön zurückgelegt und dann Ring und dann schießt er den an. Keine Chance für Timo Horn, wenn das denn ist. Ich habe gar nicht drauf aufgepasst. Oh, mit dem Arm. Wäre in der Realität sonst noch Elfmeter gewesen. Aber so ist der Ball so oder so schon drin. Unhaltbar. Keine Chance für den Keeper. Nichts zu machen. 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Richtig schöne Aktion. Ring mit Saisontor 6. Finne hat auch 6. Ich glaube, Nefkara hat auch 6. Das sind unsere drei Top-Torjäger. Bezeichnet dafür, dass es zwei Sechser sind mit unseren meisten Toren. Aber wir spielen halt, naja, kombinatorischen Fußball und dementsprechend ist klar, dass irgendwann mal immer ein defensiver Mittelfeldspieler an den Ball kommen könnte. Vergara, guter Zweikampf, gute Zweikampfführung. 16 Einsätze, 6 Tore. Das ist okay, Dominik Heinz braucht dich hier. Stark mit dem Rückgegangen. Löwe schön rübergelegt. Gefährlich von Schulze. Einwurf für den 1. FC Kaiserslautern. Mit der Brust abgelegt, ganz, ganz stark. Nagasawa schön rübergelegt. Löwe. Gauss. Spielt den Ball schön und direkt vor allen Dingen. Böde. Nee, da kann nichts werden. Ist noch ein Kopf dazwischen. Schöne Drehung von Hegler. Chipziu da mit einem guten Zweikampfverhalten und der Balleroberung. Nagasawa gut den Ball rübergelegt. Gucken wir mal auf Gauss. Nee, der steht nicht frei. Dementsprechend der Ball auf Nefkara. Schwerer Bolzereipass. Aber Chipziu direkt da. Ja, Nagasawa ist schnell, steht auch direkt wieder da, um diesen Ball abzufangen. Ring, fast gut. Könnte fast meinen, fast der perfekte Zweikampf. Ganz, ganz stark dazwischen gegangen. Chipziu mit Böde jetzt.
Chipziu. Und der war lächerlich schwach von Gauss. Ist auch irgendwie nicht sein Ding. Okay, das gibt Kaiserslautern. Also wir spielen morgen in Stuttgart. Das wird auch ein relativ schweres Spiel. Hier haben wir auch noch nicht so dicke Zweikampfkontrolle. Na, Köln hat viel Ballbesitz. Weil wir mit unseren Sechsern ein bisschen hadern. Chipziu und Böde. Und der macht's wieder nicht. Weil der steht auch wieder schlecht. Zum Ball. Löwe! Ganz gerade auf den Keeper geschossen. Schade drum. Chipziu hier nochmal mit Anlauf, mit Speed rein. Warum ist denn da niemand? Was machst denn du da, Ring? Deine Gelegenheit, den Ball locker abzufischen und dann machst du das nicht. Peinlich. Kollege. Und Abpfiff, also Halbzeitpfiff. Wir waren das bessere Team. Aber dann stehen unsere Leute teilweise einfach nicht gut genug für den zweiten Versuch. Ach ja, ansonsten aber eine gute Partie von uns. Das 1:0 geht vollkommen in Ordnung. Haben mehr gemacht. Frankfurt-Wolfsburg ist das Abendspiel und Augsburg-Hoffenheim zur Pause 0:0. Wir haben weniger Ballbesitz, das war aber zu erwarten. Ich habe es schon erwähnt gehabt, Böde fand ich auch nicht sonderlich stark. Das, was er halt gut kann, hat er halt überhaupt nicht gemacht. Er stand halt immer genau falsch. Ich weiß auch nicht, ich habe den ja wirklich punktuell angepasst. Und dann kriegt er halt 0% Bälle davon. Dementsprechend ist Böde heute die erste Saison, die rausgeht. Schade drum. Böde ja eigentlich immer für die sicheren Tore da. Heute wurde er mehrfach angeflankt. Und nicht mal die Bälle kilometerweit daneben angeflankt, sondern die waren dann wirklich richtig gute Flanken. Ne, der war zu kurz. Ring heute passtechnisch ein Graus. Haha, und kein Gauss, sondern ein Graus. Schlechte Wortwitze und so. Incoming. Nagasawa, Nefkara. Ist ja klar, wo der Ball hingeht. Ein hoher weiter. Dominik Heinz, weil Schulze da gepennt hat. Ach ja, Autospielerwechsel, wie ich dich liebe. Das wäre fast böse geendet. Finne und Chipziu. Das war richtig stark gespielt. Stark von Nefkara den Ball nach hinten getropft. Gauss erstmal rüber auf Schulze. Der legt ihn wieder rüber auf Gauss. Er hat mit Ring jemanden, der technisch heute ein ums andere Mal stark gespielt. Vergara. Löwe. Hängt zu stark an seinem Ball. Gerade. Oder hing gerade eben noch zu stark an seinem Ball. Schulze. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark von Finne, der hier ab und zu jetzt von uns angepasst wird, angeschossen wird. Köln spielt als nächstes in der Felddienst-Arena gegen den FC Schalke 04. Jens Hegler geht raus und Matuschik kommt rein. Hört man das Stadion richtig schön buhen. Na, wollte ich drumherum dribbeln. Ist mir technisch aber nicht so gut gelungen. Oh, warum fliegt denn der so lang? Warum kommt der denn nicht schneller runter? Nefkara ist gut am Kopf. Wie Alexander Ring auch. Dominik Heinz. Und Finne. Was war das denn?
Gauss ganz, ganz stark und Finne ist ganz, ganz schnell mit Ball. Und wieder Timo Horn. Nefkara. Seht ihr, der kann nämlich ganz, ganz gut mit dem Kopf. Da wird der Ball einfach rausgeklärt. Wir müssten mal ein bisschen wechseln. Gauss haut heute keinen raus und dementsprechend geht der mal vom Platz. Und dann kommt noch Fahndrich rein und das sind dann unsere beiden Einwechslungen. Schipzio ja heute gut gespielt, aber wir wollen den Doppelwechsel. Fahndrich ja für späte Tore immer mal wieder gut gewesen in der Saison bereits. Und das macht er auch. Der ist gerade erst drin. Der ist gerade erst drin. Gerade erst drin. Fahndrich. Da vernascht er die ein ums andere Mal und dann macht er ihn direkt rein. Ist der Typ hart. Ist der hart. Da kommt der gerade frisch rein, weißt du. Kriegt den Einwurf direkt und macht das dann einfach ganz alleine. Joa, ich bin Clemens Fahndrich. Ich komme halt 100% geladen auf den Platz. So ein Einwechselspieler finde ich einfach genial, wie der sich unglaublich gesteigert hat zur letzten Saison. 5. Saisontor und der kommt meistens von der Bank. 5 Saisontore. Ist jetzt ist einer unserer Besten. Und das, obwohl er immer von der Bank kommt. Da, wobei, finde es momentan auch Bankwärmer und ist auch einer unserer Besten, wenn es um Tore schießen geht. Also... ja, da müssen wir ein bisschen... auf ihren Füßen stehen. Ja, das Spielerwechsel war sinnfrei. Clemens, Fahndrich. Vergara. Glanzparade. Und dann irgendwie Löwe reingekrüppelt in den Ball. Aber Morera... richtige Glanzparade, Vergara kam da nicht ran. Und dann Löwe irgendwie den Ball ins Ausgekrüppelt, immerhin. Super Parade. Und Finne jetzt mit allem, was er hat, nämlich nur Tempo. Nefkara. Bin ein Fan von Autospielergewechsel, ey. Kriegst du Krätze, wenn du sowas andauernd siehst. Jetzt schalten wir mal auf Abwehrriegel. Dafür habe ich nämlich noch den Erfolg noch nicht bekommen. Kein Gegentor mehr bekommen. Wenn man auf den Abwehrriegel schaltet. Ah, Nagasawa bewegt sich so motiviert mit Ball. Ah. Dollys Pass war aber auch unglaublich lame. Nefkara direkt mit. Er hat auf jeden Fall für Schwung gesorgt, der gute Finne. Und hier ist Clemens Fahndrich nochmal mit richtig Tempo, ganz alleine. Clemens Fahndrich. Nefkara, Timo Horn. Kann halt auch aus der Distanz schießen. Gerade hier schön gezeigt, Timo Horn aber heute mit einer eigentlich guten Partie. Ah, Dolly dreht ihn jetzt vom Tor weg.
Nee, ist mal das. Und da gewinnen wir mit 2 zu 0 am Montag gegen den 1. FC Köln. In unserem Heimspiel. Wunderschön gemacht. Das 2 zu 0 geht okay. Wir haben verdient gewonnen. Wie gesagt, ich habe halt auf Abwehr geschaltet. Klar, dass dann nichts mehr nach vorne passiert. Außer Fandrich halt, wenn er mit dem Ball nach vorne gerannt ist. Der ist natürlich super. Der kommt rein und ist direkt heiß. Direkt heiß, ja. Der hat ja seinen ersten Ballberührung quasi zum Tor gemacht. Also nicht die erste Ballberührung, aber... Der hat den Ballkontakt halt nicht mehr abgegeben. Köln am Anfang Action geladen, sagen wir mal. Mit Druck nach vorne. Aber über die Weite der Spielzeit wurden wir dann stärker, muss man dann sagen, ganz klar. Vergara heute wieder super gespielt, meiner Meinung nach. Nagasawa super abgelegt auf Ring. Und dann natürlich dann das Quäntchen Glück, den Ball mal reinzuschießen auf die Art und Weise. Das Quäntchen Glück muss man auch mal haben. Clemens Fahndrich hat das dann technisch einfach brillant gemacht. Ansonsten hier Finne. Ich meine, das hier ist Schulz, aber Finne war heute super, als er reingekommen ist. Zwar kein Tor, aber immer wieder für Torszenen gesorgt. Und das ist auch immerhin was. Ja, immer wieder Finne. Er ist schnell, technisch stark, kann nicht so gut abziehen. Aber dafür gibt es ja sowas wie Clemens Fahndrich, der das technisch einfach brillant macht. Schön reingezogen, das 2 zu 0. Vollkommen okay. So muss es sein. Und dann hier Morera heute auch wieder super Paraden gemacht. Immer da, wenn er da sein musste. Und Löwe drückt ihn dann noch in die Torauslinie. Und ansonsten konnten wir uns auf unseren Keeper verlassen. André Morera momentan in der Form, wie ich den haben wollte. Und ansonsten haben wir halt wirklich gut gespielt heute. Stellenweise richtig gut gespielt. Und uns auch mal mit Toren belohnt. Auch mal glücklichen Toren. Oh, da bin ich gegen mein Mikro gestoßen. Kazuki Nagasawa heute der beste Spieler mit Morera, also Morera der beste. Und Heinz Vergara, Schulz hat sich ein bisschen steigern können. Ring hat mit Tor nur eine 6,8 geschafft. Bezeichnend dafür, ich fand den heute auch nicht stark. Ja, Nefkara war da doch der deutlich stärkere Aktivposten. Dolly hat auch nicht mehr so viel mehr geleistet. Chipziu war wenigstens der Fahndrich und Nagasawa immerhin mit einer Torvorlage. So muss das Ganze sein und Chipziu, ich meine... Unser Fandrich hat das ja dann im Solo-Gang gemacht und irgendwie gab es trotzdem keine Trophäe dafür. Ärgerlich. Ach, man muss das ja schon ab der 77. Minute oder so einschalten im letzten Drittel. Deswegen haben wir nichts bekommen. Hier, gucken wir doch mal. Top-Transfers, ihr seht's. Da ist Hernandez halt dabei. Und, muss man nicht viel zu sagen, das ist wahrscheinlich die Hauptgeschichte. Wir können keine Transfers machen, das ist ein bisschen das Bittere, weil wir nicht das Geld haben. Und dementsprechend versuchen wir einfach nur unsere Jungs zu halten, was denn auch gut möglich ist. Oh, Vergara, sehe ich das richtig? Hast du dich auf 72 verbessert? Oh ja, das hat er. Oh ja, jetzt hat er denselben Wert wie unser guter Heinz. Nur mit einem Jahr jünger. Das ist nicht schlecht. Unglücklich. Ja, schwierig, deine Gehaltsforderungen aufzupäppeln. Da kommt man halt nicht ran. Kazuki Nagasawas erste Torvorlage war das. Harter Tobak. Harter Tobak. Was haben wir denn noch? Wir verkaufen halt nichts, ne? Ist halt ein bisschen die Problematik. Jensen spielt selten, wird aber nicht verkauft. Nicht aus dem Grunde, dass er selten spielt. Der wird einfach nicht verkauft. Fomichov, noch ein Linksverteidiger, Milanov, verleihen, ja, Darrow, verleihen, bisschen schwierig gerade, hier das Geld, was wir noch übrig haben, können wir auch nicht komplett in Gehalt stecken, um dann einen Nefkara zu bezahlen, weil der will 30.000 mehr haben, als er jetzt haben will, können wir ihn auch nicht machen. Können wir hier gerne sehen. Hier ein FK von 20.000 auf 50.000. Das können wir uns auch nicht leisten. Selbst wenn wir das ganze Gehalt umbasteln würden. Das heißt, momentan geht halt bei uns nicht viel. Was das Gehaltstechnische angeht. Einen Jugendtrainer können wir halt auch nicht verpflichten, weil dafür haben wir auch kein Geld. Ja, können wir halt auch nicht. Für 220.000 lohnt sich das einfach nicht. Ja, findet theoretisch... Keine Leute, die sich dann lohnen, wirklich hoch zu trainieren. Gut, Leute. Schade. Gegen Stuttgart wird bestimmt nicht gerade leicht.
Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende für den Montag. Und wir sehen uns morgen wieder, dann mit der Partie gegen den VfB Stuttgart, wo wir auswärts ran müssen, auf Platz 10. Dann wünsche ich euch alles Gute. Haut rein, hier war euer Nefkara mit dem ersten FC Kaiserslautern. Ciao, ciao, bis morgen.